365 Tage im Jahr versorgen die Inselflieger vom Flugplatz Hala aus Insulaner und Gäste auf Wangerooge mit Waren. 2018 beförderten sie etwa 92 Tonnen Fracht. Diese wird dabei als sogenannte Beifracht im Passagierflugzeug mitgenommen. Bis zu 750 Kilogramm Zuladung sind in den robusten Briten Norman Islander pro Flug möglich. Hauptsächlich werden Tageszeitungen, Arzneimittel, Schnittblumen, Ersatzteile, Elektro- und Sanitärbedarf sowie dringend gebrauchtes Kleinmaterial befördert. Damit alles reibungslos abläuft, koordiniert Hans-Jürgen Baldeus die Logistik. Hier habe ich die Übersicht der einzelnen Flugstrecken, die wir anbieten. Einmal für den Standort Hale, auf dem Rechner hinter mir Standort Norddeich, und einfach auch zu sehen, wo können wir Strecken zusammenfassen, dass wir nicht parallel mit Maschinen fliegen. Dann wird hier die Buchung angenommen. Wir haben Online-Buchungen, telefonisch oder auch per Mail. Und hier wird es eingepflegt und dann koordiniert, welches Flugzeug kommt zum Einsatz, auf welcher Strecke. 95% der Flüge gehen nach Wangerooge. Ansonsten fliegen die Inselflieger auch Baltrum oder Langeoog an. Da der Schiffsverkehr dort aber anders als in Wangerooge unabhängig von den Gezeiten ist, kommt das eher selten vor. Zu Spitzenzeiten pendeln 4 Flieger parallel zwischen Wangerooge und dem Festland. Und es kann mehr als 100 Starts und Landungen am Tag geben. In weniger als 5 Minuten ist das Flugzeug auf der Insel. Die Strecke ist die kürzeste Linienflugverbindung innerhalb Deutschlands mit nur etwa 11 Kilometern Luftlinie.